Turbolader neu eingebaut und relativ schnell wieder kaputt. Warum passiert denn sowas? Das erkläre ich euch im heutigen Video. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mal erlebt. Geräusche am Turbolader oder gar ein Turboladerschaden. Ihr musstet in die Werkstatt. Die Werkstatt hat den Lader ausgetauscht. Und kurze Zeit später war der Lader wieder kaputt. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht, was allgemein beim Ladereinbau für Motorsportlader zu beachten ist. Das ähnelt sich nahezu identisch zu dem, was man auch bei Serienlader beachten muss. Denn einer der größten Fehler ist, dass der Turbolader zwar ausgetauscht wird, weil er defekt ist, aber die Ölrücklaufleitung wie auch die Ölzulaufleitung nicht ausgetauscht wird, beziehungsweise eigentlich schon weiter vorher nicht analysiert wird, warum ist denn der Lader kaputt gegangen. An sich, so ein Turbolader funktioniert, wenn man bestimmte Ölwechselintervalle, also auch qualitatives Öl verwendet, Ölfilter immer regelmäßig wechselt und natürlich auch diese Warm-Kaltstartphasen und so weiter alles einhält, dann hält ehrlich gesagt so ein Turbolader sehr, sehr, sehr lange. Es sei denn, er hat jetzt vom Werk aus eventuell einen Mangel, zum Beispiel eine ausgeschlagene Wastegate-Klappe. Hatten wir ja mal ein Video gemacht zum Thema Wastegate-Rasseln. Das ist aber selten der Fall, dass die Lader vom Werk aus Schwachstellen haben. So ein Defekt an sich hat immer eine Ursache. Eine der größten Ursachen ist die Mangelschmierung oder verschlissene Lagerung aufgrund von verlängerten Ölwechselintervallen oder vom schlechten Öl. Wir sehen das halt immer nur beim Zerlegen, wie, sag ich mal, die Lager eingelaufen sind und Riefen haben oder gar ganze Stücke von kleinen Ölverkrustungen im Ölzulauf, also im Eingang von dem Ölzulauf. Das kann ich euch mal zeigen. Der ist ungefähr hier, das drehen wir mal, dass hier Verkrustungen im Neulader, im Ölzulauf bereits vorliegen. Das heißt für mich, dass diese Ölverkrustungen entweder aus dem Ölzulauf kommen oder der Ölfilter nicht getauscht wurde oder eventuell gar beim Einbau, ich sage mal, nicht auf Sauberkeit geachtet wurde. Ich meine, wenn hier die Einschrauber ab ist, dann kann da auch schnell mal ein Stückchen reinfallen. Ich würde immer raten, wenn man den Lader einbaut, entweder hier irgendwie eine kleine Kappe, eine Kunststoffkappe kriegt man im Baumarkt oder einfach hier mit Klebeband irgendwie kurz zu kleben. Denn dieser Dreck hat zwei Nachteile. Das eine ist, er verringert das Ölvolumen, was durch den Lader fließen kann, was extrem wichtig ist. Gerade bei gleitgelagerten Ladern, das ist ganz wichtig, die leben von viel Öl und gutem Ölfluss. Und die Verkrustungen können sich aber auch lösen und in die Gleitlager reinlaufen und dann sozusagen wie Schmirgelpapier sich da reinfressen, und zwar relativ schnell. Ölrücklauf, genau das gleiche Thema. Ölrücklauf, nicht mitgetauscht, hat Verkrustungen drin, hat eventuell vielleicht einen Riss drin, der unentdeckt ist. Lader geht kaputt, weil das Öl sozusagen nicht den Lader richtig verlassen kann oder auf falschen Weg den Lader verlässt und daraufhin irgendwann der Ölstand so weit sinkt. Das Öl wird wieder unnötig heißer. Umso weniger Öl, umso heißer wird ja mein Öl, weil ich habe ja weniger Öl im Motor, was die Reibung und so weiter und die Wärme aufnimmt. Wenn die Öllampe angeht, ist es manchmal schon zu spät. Dann ist hier schon ein kleiner Vorschaden entstanden. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr, wenn ihr einen Neulader einbaut, egal ob Performance oder Serie, ob Bootsmotor, ob Pkw-Motor, was auch immer, immer die Ölzulaufleitung und die Ölrücklaufleitung genauso wie die Wasserleitung neu machen. Wenn ihr natürlich als Beispiel nur so eine Ölzulaufleitung habt und man kann da durchgucken und ihr seht, da sind keine Verkrustungen drin, dann einmal im Ultraschallbad reinigen, schön sauber machen, das ist okay. Aber ihr wisst, meistens sind die Ölleitungen mindestens so lang und das sind auch irgendwelche Teflon-Wellschlauchleitungen mit starren Stücken zwischendurch. Da könnt ihr nicht mit einem Bremsenreiniger durchpusten. Das funktioniert nicht. Spart da nicht am falschen Geld. Und wir empfehlen auch grundsätzlich immer bei Serie die serienmäßigen passenden Ölzulaufleitungen vom Hersteller. Es gibt mittlerweile viele Hersteller. Ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Wir hatten aber schon Kunden, die haben relativ günstige Ölzulaufleitungen. Bei der einen Ölzulaufleitung ist zum Beispiel der Flexbereich relativ schnell eingerissen. Dadurch ist Dreck mit reingekommen in den Lader und Öl ausgetreten.
Bei dem anderen hat das Gewinde nicht richtig abgedichtet, da ist immer Öl runtergetropft. Deswegen immer in der Serie wirklich Qualität kaufen und nicht am falschen Ende sparen. Anderes Thema. Gutes Beispiel, Axiallager eingelaufen, dadurch, ich sag mal, das Verdichterrad am Verdichtergehäuse geschliffen. Das Abgasrad hat auch im Bereich, ich sag mal jetzt, hier sitzt das ja ungefähr mit drin, hier geschliffen. Und naja, Lader ist Kernschrott, ihr baut einen neuen Lader ein. Ihr habt ein Dieselfahrzeug jetzt in dem Beispiel. Und nach 2 bis 3 Monaten macht der Lader wieder Geräusche. Wieder Verdichtergehäuse eingelaufen, wieder Verdichterrad geschliffen. Was kann das sein? Richtig, DPF ist zu. Was passiert nämlich? Und zwar, ich zeige das hier mal. Wenn der Abgasgegendruck steigt, ja, dann drückt sich hier sozusagen, das ist jetzt ein kugelgelagerter Lader, beim Gleitgelagert ist es ein bisschen anders aufgebaut, hier die Lagerung, aber ihr habt hier ein Axiallager, das gleicht das Axialspiel aus. Und der Abgasgegendruck drückt ständig dieses Rad in die Richtung. Dadurch läuft das Axiallager ein, dadurch erhöht sich das Spiel und das Verdichterrad wandert hier, wenn ihr seht, hier, guck mal, wie kurz, wie klein und wie gering dieser Spalt ist, wandert genau immer mehr gegen dieses Innenmaterial vom Verdichtergehäuse und irgendwann fängt es an zu schleifen. In dem Fall bei dem Diesel war es, weil der DPF zu ist. Oder gar gibt es auch die Leistungssteigerung, also das Upgrade, so groß ist, dass die Abgasmenge durch den DPF nicht mehr raus kann. Weil ein DPF ist halt für eine gewisse Serienleistung und für einen gewissen Seriendurchsatz ausgelegt. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn euch beim Benzinmotor der Katalysator zusammenfällt. Da kann es dann auch passieren, dass der Abgasstrom nicht mehr weg kann, der Abgasgegendruck so hoch wird, dass der Lader eben dann exorbitant schnell axial verschleißt. Ähnliches Problem, andere Ursache, Ansaugung. Und zwar die Ansaugung ist zu. Entweder die Luftfilterintervalle zu arg verlängert oder ihr wohnt in einem Gebiet, wo die Luftfilter sich relativ schnell zusetzen, also zum Beispiel in sandigen Gebieten oder wo es besonders dreckig ist. Deswegen, so ein Luftfilter kostet auch wirklich nicht viel Geld, regelmäßig tauschen. Was passiert nämlich, wenn der Luftfilter zu ist? Stellt euch einfach nur vor, der Bereich saugt an. Ich halte jetzt hier meine Hand nicht komplett drauf, aber so ein bisschen. Was passiert denn dann? Meine Hand wird rangedrückt, weil hier wird ja gesaugt, das heißt der Unterdruck erhöht sich. Und auch hier gilt dann, dass das Verdichterrad gezogen wird in diese Richtung. Also achtet bitte darauf, dass euer Ansaugbereich immer für den Lader sauber ist und der Luftfilter, wenn ihr Serie fahrt, neuwertig ist, tauscht ihn regelmäßig aus und bei Upgrades auf jeden Fall eine optimierte Ansaugung. Dazu habe ich eben schon erwähnt, Dreck im Ansaugbereich. Auch der Luftfilterkasten kann sich ziemlich zusetzen, genauso wie wir hatten schon Fälle, dass hier Schrauben drin lagen im Neulader. Beim Einbau wurde nicht auf Sauberkeit und Genauigkeit geachtet. Da ist dann eine Schraube aus Versehen, wahrscheinlich beim Montieren des Luftfilteroberdeckels, reingefallen, angesaugt, Kernschrott. Anderes Problem, ihr seht hier, hier ist das Verdichterrad. Wo ist denn das Abgasrad? Das ist ein Wellenabriss. Und gleichzeitig hat das Verdichterrad noch am Verdichtergehäuse geschliffen. Warum ist das passiert? Das ist ein sogenannter Überdrehschaden. Wir haben ja in einem unserer vergangenen Videos erklärt, wie man ein Ladeluftsystem abdrückt. Und genau das ist hier passiert, weil das nicht gemacht wurde oder weil im Laufe der Zeit das Ladeluftsystem undicht geworden ist. Kann natürlich auch passieren. Und das Problem ist, gebe ich ehrlich zu, man kriegt es als Fahrer nicht mit. Die Luftmassenmesser gesteuerten Fahrzeuge, die fangen dann an, eventuell unrund zu laufen. Da kann man dann schon auf eine Idee kommen, okay, ich muss mal nachschauen, ob irgendwas mit meinem Motor los ist. Aber bei manchen Systemen gebe ich zu, die laufen weiterhin so. Der Lader dreht einfach immer schneller. Was passiert? Er überdreht, weil durch die Undichtigkeit wird Ladedruck oder Luftmasse seitlich abgelassen und gelangt nicht zur Drosselklappe. Der Ladedrucksensor sagt, also irgendwie, ich fordere 1,5 Bar, hier kommen nur 1 Bar an. Wastegate-Klappe bleibt zu oder die VTG regelt so, dass weiterhin die Drehzahl erhöht wird, bis ich meinen Druck habe. Der Lader dreht immer schneller, immer noch nicht 1,5 Bar. Und irgendwann denkt sich hier die Lagerung und die Welle, nee, ich steige jetzt mal aus, zack. Und da kann schlimmstenfalls eben kapitaler Motorschaden neben dem Turboladerschaden entstehen, weil hier die Späne, die sich hier dann bilden, also ich weiß nicht, ob man sieht, hier ist schon eine Schaufel rausgebrochen.
Das heißt, die wird angesaugt sein, schlimmstenfalls. Bestenfalls liegt sie im Ladeluftkühler, der muss dann neu. Oder sie ist wirklich angesaugt worden. Und dann haben wir ein richtiges Problem, weil Aluminiumteile im Brennraum, nicht so toll. Auch da, selbes Problem. Lader wird einfach eingebaut. Kurze Zeit später macht der Lader wieder Geräusche. Wieder defekt, weil nicht geguckt wurde, wo ist denn das Problem, dass dieser Fehler hier entstanden ist. Und zwar Undichtigkeit im Ladeluftsystem. Gerade diese Klickverschlüsse, die ihr kennt, die wir mittlerweile bei vielen Fahrzeugen haben, da sind ja sogenannte O-Ringe. Ich habe die bei meinen Fahrzeugen immer, jedes Mal, wenn ich am Ladeluftsystem dran war, immer neu gemacht. Also die 1-2 Euro habe ich für so einen O-Ring. Also achtet bitte drauf, wenn ihr einen Laderschaden habt. Und dann versucht auch die Ursache zu finden, warum der Lader kaputt gegangen ist. Das Ding fliegt nicht einfach so um die Ohren. Schaut nach, prüft die Ölzulaufleitung, prüft die Ölrücklaufleitung, prüft euer Ölstand, prüft das Öl, wann habt ihr das letzte Intervall gemacht. Prüft den Filter, prüft die Ladeluftleitung, prüft den Ansaugbereich, prüft die Abgasanlage, Downpipe-Bereich, prüft auch den Wastegate-Steller. Wenn die Wastegate-Dose hängt oder klemmt oder irgendwie falsch regelt oder auch der Unterdruckschlauch zum Wastegate eine Undichtigkeit hat, prüft das bitte alle. Es ist selten so, dass das Ding hier einfach nur kaputt geht, weil es kaputt gehen will. Ja? So ein Motor an sich, wenn ihr regelmäßig die Ölwechselintervalle einhält und immer gutes Öl fahrt, ja, und von regelmäßig rede ich nicht von 15.000, 20.000 Wechseln, sondern alle 10.000 kippt ihr neues Öl rein und tauscht alles. Dann läuft so ein Motor 300.000, 400.000 Kilometer ohne Probleme. Deswegen, bitte beachtet diese Sachen, wenn ihr einen Neulader oder auch Performance-Lader einbaut. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was zu beachten ist beim Lader-Neueinbau oder warum der Lader relativ schnell wieder kaputt gegangen ist. Wenn euch dieses Video und die Informationen gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr noch kein Abonnent von unserem YouTube-Kanal seid, dann aktiviert doch den Abo-Button und vor allen Dingen die Glocke. Dann werdet ihr immer rechtzeitig durch zum Beispiel solche informativen Videos informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.